Ups! Oh, tut mir leid, Mrs. Howard. Ach, das macht nichts, Caillou. Ich glaube, die Lampe geht bestimmt noch. Und einen neuen Lampenschirm wollte ich mir schon lange zulegen. Caillou hatte den Lampenschirm nicht mit Absicht kaputt gemacht. Aber plötzlich hatte er das Gefühl, dass er nicht mehr eine so gute Hilfe war. Weißt du, was für mich wirklich eine ganz große Hilfe wäre? Was? Ich fänd's prima von dir, wenn du mir meine Post aus dem Briefkasten holen würdest. Ja, das mache ich gern. Das ist aber kinderleicht. Raus mit dir! Oh nein, jetzt ist alles schmutzig. Hast du dir wehgetan, Caillou? Nein, gar nicht, aber ich habe ihre Post hingeschmissen. Caillou fühlte sich hundeelend, weil er nämlich jetzt glaubte, er könnte überhaupt nichts richtig machen. Sei nicht traurig, ist doch nur Schlamm. Du kannst mir glauben, das ist wirklich nicht schlimm. Also komm rein und dann machen wir dich wieder sauber. So, besser? Besser, aber ich wünschte, ich wäre eine bessere Hilfe. Caillou, ich bin überrascht. Du bist eine fabelhafte Hilfe. Wieso? Ich habe Wasser verschüttet, ihre Lampe runtergeschmissen und ihre ganze Post schmutzig gemacht. Jedem kann mal ein Missgeschick passieren. Ja, sogar mir. Also ganz bestimmt. Du warst mir eine wunderbare Hilfe. Vielleicht. Guten Morgen. Guten Morgen, Miss Martin. Caillou muss Ihnen etwas sagen. Tut mir leid. Ich habe das Buch verloren. Wir haben das ganze Haus abgesucht, aber konnten es nicht finden. Ich habe ein neues gebastelt. Das ist zwar nicht dasselbe, aber was anderes fiel mir nicht ein. Oh, sieh sich das eine an. Das ist aber lieb von dir. Du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Weißt du, ich habe eine gute Nachricht für dich. Da ist das Buch. Wo haben Sie das denn her? Ich habe es gestern gefunden. Es lag draußen bei den Schaukeln. Bei den Schaukeln? Oh. Du hast offenbar vergessen, es in deinen Rucksack zu packen. Entschuldigung, ich dachte, das hätte ich. Oh. Ich schätze, jetzt darf ich mir keine Bücher mehr ausleihen. Das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, nach gestern Abend bin ich mir sicher, dass du jetzt gut darauf aufpassen wirst. Ich darf es trotzdem mit nach Hause nehmen? Juhu! Vielen Dank. Ich bringe es ganz sicher morgen zurück. Ganz, ganz fest versprochen. Das weiß ich doch. Und bis du es zurückbringst, habe ich auch ein tolles Plätzchen für dein Buch. Und zwar hier. Was hältst du davon, wenn wir dein Buch in unsere Bibliothek stellen? Toll! Aber, dürfen andere Kinder es mit nach Hause nehmen? Nur, wenn du einverstanden bist. Was meinst du? Ist gut. Aber sie müssen wirklich sehr, sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Nein! Was für eine herrliche Aussicht! Guck, ein Heißluftballon! Hallo! Ich glaube nicht, dass Sie dich hören können, aber vielleicht sehen Sie uns winken. Hier! Huhu! Hallo! Was für ein herrlicher Tag! Wusstest du, dass ich heute Geburtstag habe? Ja. Was ist los, Tiger? Ich wollte ganz, ganz viele Blaubeeren pflücken und sie dir zum Geburtstag schenken. Aber ich habe fast keine gefunden. Aber Caillou, du hast mir schon was Wunderschönes geschenkt. Ich durfte den ganzen Nachmittag mit meinem Enkel verbringen. Was könnte ich mir Schöneres wünschen?
Das ist komisch. Wieso brennt kein Licht? Überraschung! Was ist aus dem kleinen, gemütlichen Familienessen geworden? Ich dachte, so macht es doch viel mehr Spaß. Ich freue mich riesig. Danke, dass du Opi abgelenkt hast. Hattet ihr Spaß? Ja, aber ich habe nicht viele Blaubeeren gefunden. Also, wenn du mich fragst, genügen die. Genügen für was? Das ist Zitronenkuchen mit Blaubeeren obendrauf. Mein Lieblingskuchen. Komm her, Caillou. Du auch, Rosie. Helft mir, die Kerzen auszublasen. Eins, zwei, drei. Und auf einmal fand Caillou Kamele immer interessanter. Was wissen Sie noch über Kamele? Wusstest du, dass Kamele die einzigen Tiere mit einem Höcker sind? Die meisten Menschen denken, Kamele speichern Wasser in ihrem Höcker, aber in Wirklichkeit speichern sie Fett. Deshalb können Kamele sehr lange laufen, ohne fressen zu müssen. Bis zu 2 Wochen. 2 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Bin ich froh, dass ich kein Kamel bin. Möchtest du Rudi mal streicheln? Rosie, streicheln! Kamel! Hallo, Rudi! Caillou war erleichtert, dass Rudi ihn nicht anspuckte. Im Gegenteil, Rudi schien ihn sogar zu mögen. Willst du mir helfen, Rudi zu füttern? Komm, Caillou, wir füttern Rudi zusammen. Rudi war sehr behutsam und Caillou war begeistert. Also, wer hat Lust, auf einem Kamel zu reiten? Ich bitte! Hallo, Kamel! Okay. Na dann mal rauf mit dir. Ich mach's wirklich. Ich reite auf einem Kamel. Guck, Mami. Guck mal, Papi. Spitze, Caillou. Wir beide reiten als Nächste. Kamelreiten macht so viel Spaß. Echt, ich mag Rudi. Können wir ganz bald wiederkommen? Versprochen, mein Hase. Machen wir. Arr, jetzt bist du ein Pirat, wie ich. Arr, Captain. Ja, so ist es recht. Also, Leinen los für unsere Schatzsuche. Hi ho! Machen wir uns auf die Suche nach dem verschwundenen Puzzleteil. Anker werfen, Matrose. Arr. Ein verlassenes Eiland. Und sieh mal, Matrose, dort ist eine Schatztruhe. Arr, das sind nur meine Spielsachen, Captain. Was ist hier denn los? Arr, was für ein Segelschiff erblickt mein Auge. Das ist eine Yogamatte. Eine Yogamatte, sagt ihr? Aber ihr würdet unter dieser Matte doch wohl keinen Schatz verbergen, oder doch? Ihr könnt gern mal nachsehen. Arr, kein Schatz im Frachtraum, Matrose. Dann segeln wir mal weiter. Na, du Landratte, wo mag der Schatz wohl zu finden sein? Verrat uns das, Gilbert, oder wir müssen dich über die Planke schicken. Arr. Caillou und Papi hatten schon eine geraume Zeit Piraten gespielt. Arr, schmeckt dir dein Piratenfest mal, Matrose? Mhm. Ja, eine Schatzsuche hat Piraten schon immer hungrig gemacht. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe das fehlende Puzzleteil, den Schatz gefunden. Das Puzzleteil, das hatte ich schon ganz vergessen. Ich auch. Ich glaube, weil uns das Piratenspielen so viel Spaß gemacht hat, haben wir ganz vergessen, wonach wir wirklich suchen. Now Caillou done? Nein, Rosie, noch nicht.
Wie kommst du mit deinem Modellauto voran? Ich wünschte, der Kipper wäre endlich fertig. Wirklich? Das Zusammenbauen sollte doch eigentlich auch schon Spaß machen. Ich will, dass er fertig ist, damit ich ihn zu zeigen und erzählen mitbringen kann. Jetzt, Caillou, fertig? Nein. Ach, noch lange nicht. Caillou, abracadabra. Rosie versuchte, mit ihrem Zauberstab zu helfen, damit alles fertig wird. Abracadabra. Aber das funktionierte nicht. Am nächsten Morgen hatte Caillou keine Lust mehr, an seinem Modellauto zu arbeiten. Das Ding wird ja niemals fertig. Caillou, fertig? Nein, ich bin nicht fertig. Und ich hab's satt. Weißt du was? Vielleicht wäre es eine gute Idee, für ein Weilchen zu pausieren. Ich muss was erledigen. Hast du Lust, mitzukommen? Zum Arbeitsplatz von Eric. Ich möchte ihm seinen Baseballhandschuh wiederbringen. Nein, man schlägt drauf. Ich habe ein paar Instrumente mitgebracht, die ihr ausprobieren könnt. Habt ihr alle Lust, in einem Orchester zu spielen? Ja! Caillou war sehr enttäuscht, weil kein Instrument mehr zum Spielen da war. Aber Liz hatte eine ganz besondere Aufgabe für ihn. Was ist das? Das ist ein Taktstock. Du wirst jetzt unser Dirigent sein. Das ist der Leiter von einem Orchester. Du benutzt deinen Taktstock, um sie alle anzuführen. Oh! Caillou lernte, wie man mit einem Taktstock dirigiert. Er konnte seine Freunde veranlassen, dass sie langsam spielten oder schnell. Er konnte sie dazu bringen, leise zu spielen. Oder laut. Und er konnte sogar bewirken, dass sie aufhörten. Caillou genoss es wirklich sehr, der Dirigent zu sein. Was machst du da, Caillou? Das ist mein Taktstock. Zum Dirigieren. Lauter, lauter. Mami, Mami, ich bin ein Dirigent. Ah, natürlich. Und dann verwandelt sie sich im Inneren. Verwandelt sich? Kann sie zaubern? Sozusagen. Die Raupe hat sich verwandelt und ist jetzt erwachsen geworden. Hey, ich sehe einen Flügel. Aber Sie haben doch gesagt, dass da eine Raupe drin steckt. Da drin war eine Raupe. Aber jetzt hat sie sich in ihre Erwachsenengestalt verwandelt. Sie meinen also, wenn Raupen erwachsen geworden sind, dann sind sie Schmetterlinge? Das ist richtig. Und dieser Schmetterling trägt den Namen Monarchfalter. Wow! Lassen wir ihn zum Ausschlüpfen allein. Wenn seine Flügel nachher getrocknet sind, fliegt er vielleicht rüber und begrüßt uns. Tschüss, bis später. So, hat es euch Spaß gemacht, etwas über Schmetterlinge zu erfahren? Ja! Ja. Ich kenne ein kleines Gedicht über Schmetterlinge. Wisst ihr was? Ich spiele euch etwas vor und ihr müsst mir alles nachmachen. Okay? Okay. Okay. Ja. Ja. Raupen können futtern, futtern, futtern. Und dann verschwinden sie. Im Innern einer Puppe, die Raupen schlafen viel.
dann kommt heraus ein Schmetterling, so bunt und schön. Und fliegt, fliegt, fliegt in sonnige Höhen. Ich bin ein Schmetterling. Caillou verbrachte wirklich eine sehr schöne Zeit und war froh, dass er in dem Schmetterlingsgarten war. Wunderschön. Ihr seid alle fabelhaft geflogen. Und mit diesem Spaß endet unser Tag. Endet unser Tag? Aber wir sind doch eben erst hergekommen. Das klingt, als ob du so viel Spaß hattest, dass dir der Tag wie im Flug vergangen ist. Aber unser Bus wartet schon, also wird's für uns Zeit, nach Hause zu flattern. Weißt du, wenn's dir gefällt, darfst du hier bleiben und in meinem Zimmer wohnen. Fliegen? Ja gut, von mir aus. Fliegen! Fliegen! Sauber! Sauber! Nein, das darfst du nicht sauber machen. Oh. Hier, willst du einen Keks haben? Keks? Danke. Hey, Rosie, willst du nicht lieber in der Küche sauber machen? Oh, Gilbert, nein! Nicht, du machst ihm Angst. Caillou, hast du irgendwas gesagt? Hey, Grilli, komm wieder her! Grilli, komm wieder her! Du brauchst vor nichts Angst zu haben! Caillou, was ist mit dir? Ich wollte ihn gerade dasselbe fragen. Meine Grille ist weg. Sie war in meinem Laster. Wir haben gespielt, aber sie hatte Angst vor Gilbert und jetzt ist sie weg. Mami und Papi sahen, dass Caillou sehr